Hallo und herzlich willkommen bei Chefstuff. Mein Name ist Simon, hinter der Kamera ist die Elena und wir machen heute zusammen einen wunderschönen Hefezopf und ein Osterhäschen und wir legen direkt los. Die genaue Zutatenmenge findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Die Zutaten sollten alle nicht zu kalt sein. Das hat den Vorteil, dass die Hefe schneller gehen kann. Sollte natürlich aber auch nicht zu warm sein, sonst geht euch die Hefe kaputt. Guckt einfach so im Bereich nicht über 30 Grad. Mehl machen wir jetzt einmal in unsere Maschine. Wir schlagen das mit der Maschine nur an. Ihr könnt das Ganze natürlich auch mit den Händen machen. Dann haben wir hier einmal unseren Zucker. Dann machen wir einmal hier ein bisschen was dazu und einmal zu der Milch noch. Dann haben wir hier unsere Hefe. Das ist jetzt Frischhefe. Wir haben hier jetzt in dem Fall einen halben Hefewürfel. Den zerbröseln wir uns jetzt einfach so ein bisschen. Machen den in unsere Milch. So, wir haben hier ein Eigelb, das wir brauchen. Zack. Das kommt hier dazu. Die Butter machen wir dazu. Abrieb von einer Zitrone. Und etwas Vanille. Ihr könnt Vanillezucker nehmen, Vanillepulver, frische Vanille. Wie ihr wollt, nicht zu viel, ein bisschen. Die Hefe und die Milch ist jetzt vermengt. Wenn ihr das gerne möchtet, könnt ihr das direkt hier in der Milch angehen lassen. Das fängt dann so ein bisschen an zu blubbern. Ist aber auch nicht unbedingt notwendig. Zack. Milch und Hefe dazu. So, und dann fangen wir da langsam an einzurühren. Das sieht am Anfang etwas wild aus, aber ihr werdet sehen, es wird mit der Zeit einfach immer homogener, sage ich jetzt einfach mal. Eine schöne, ordentliche Masse. Wir machen das in der Maschine so ein bisschen angerührt hier, so das Gröbste. Und jetzt machen wir mit den Händen weiter. So, und jetzt kann man das Ganze schön kneten. Durch das Kneten bekommt das Ganze auch nochmal Temperatur und hilft beim Gehvorgang. So. Er hat jetzt Temperatur, jetzt kommt eine Schüssel, da machen wir den rein. So, dann decken wir den hier schön ab, damit er uns nicht groß austrocknet. Der Teig ist jetzt soweit fertig, wir lassen ihn jetzt einfach mal ein bisschen gehen. Ungefähr so, bis er das Doppelte an Volumen hat, das kann unterschiedlich lang dauern, kommt immer ein bisschen auf die Temperatur hin. Habt ihr frische Hefe genommen, habt ihr trockene Hefe genommen, wie auch immer. Deswegen muss man da ein bisschen seinen Augen vertrauen, auch nicht zu lang warten, sonst ist er Übergang. Aber eine Stunde macht er auf jeden Fall nichts verkehrt. Und dann gucken wir mal nach unserem Teig. So, Freunde der Sonne, der Teig ist wunderschön aufgegangen. Und jetzt lassen wir einmal die Luft raus. So, schlagen ihn quasi zusammen. Machen uns eine Rolle. Und dann müsst ihr halt gucken, wie groß ihr euren Zopf machen wollt. Ich kann natürlich auch gern die Waage hier zur Hilfe nehmen. Ja, alles so um die 120, 130. Und jetzt formen wir uns einfach unsere Stränge. Guckt, dass der so ein bisschen gleichmäßig ist. Zack, wenn er euch ein bisschen zu lang ist, schneidet euch das ab. Und den nächsten. Der eine ist mir jetzt so ein bisschen zu dick, ich will es ja schon gleichmäßig haben, den mache ich jetzt noch mal ein bisschen dünner. Sagt mir mein Gefühl, ich mache es jetzt gleich auf das Papier, sonst bekomme ich ihn nicht mehr gewuppt. So, LMO, jetzt bist du an der Reihe. Darfst du reinmachen, okay? Yeah. Attacke, komm. Machst du denn jetzt? Ei, aue. Guck, zack. Okay, alles klar. Boop. Gut, dann ist das der Hefehase von der LMO. Das ist nicht schön. Okay. Gebt dem Tier mal einen Namen. Haut's mal in die Kommentare, was es sein könnte. Hier 1A, guck mal da. Häschen ist da. Einmal abdecken, 15 Minuten warten und dann geht's weiter. Also, Viertelstündchen ist der jetzt nochmal gegangen. Schöne sieht er aus. Jetzt haben wir hier ein Eigelb. Da machen wir eine Eistreiche. Wir machen ein bisschen Milch dazu. Dann bestreichen wir das. Elena hat gerade gesagt, da müssen noch Mandelsplitterchen drauf. Yes. Welcher war deiner, der hier, gell? Dicke. Der dicke Mann. Dicke machen wir mit Mandelsplitter. Normal sind Mandelscheiben wesentlich besser. Zumindest sieht man sie öfters. 200 Grad. Vorgeheizter Ofen, Ober-Unterhitze und dann schieben wir das Ganze jetzt mal ab. So, Freunde der Sonne, Viertelstunde, genau eine Viertelstunde ist vorüber. Wir machen Cookie Cookie. So, wie schaut's? Oh, mein Hase. Ja, der Hase sieht sehr gesund aus und lebhaft. Machen wir das rüber. Schneiden wir gerade mal an und gucken nahe. Rosinen würden natürlich auch sehr gut dazu passen. Ne? Wunderbar, fluffig, geilo, Milo. Nice. So, den lassen wir jetzt trotzdem erst auskühlen. Wie findet ihr eigentlich Elenas superschöne Hase? Den macht sie jetzt noch hübsch. Den seht ihr jetzt zum Schluss nochmal das Bild. Auch bei Instagram werdet ihr das Bild sehen. Deswegen folgt uns alle auf Facebook, Instagram und Twitter. Abonniert diesen Kanal, lasst einen Daumen nach oben da
und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich bin der Simon, hinter der Kamera ist der Elena. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.